Ein Autohof in Nordrhein-Westfalen. Trucker Babe Manu hat Waren aus den Niederlanden für deutsche Lebensmittelgroßhändler geladen. Ja, guten Morgen. Ich habe nicht so gut geschlafen. Ich war ein paar Mal wach. Ich glaube auch, dass ich eine Erkältung mit mir mitschleife. Nützt aber nichts. Ich fahre jetzt zu meinem Kunden. Der wartet auf sein Zeug. Und umso schneller bin ich auch wieder zu Hause. Ne? Manu ist zum ersten Mal mit ihrem neuen Kühlauflieger unterwegs. Also ich habe jetzt noch 8 Kilometer bis zu meinem Kunden hin. Quasi direkt um die Ecke. Also ich bin eigentlich ruckzuck da. Ich hoffe natürlich auch, dass das Abladen gleich ruckzuck geht. Weil umso schneller natürlich heute alles vonstatten geht, umso schneller geht es für mich wieder Richtung Heimat. Wenn ich natürlich dann irgendwann mal einen Auftrag kriege, dass ich eine Rückladung habe. Boah, geil, mein Lieblingslied. Unterstützt von der Lieblingsmusik steuert sich der LKW doch direkt viel leichter. Gute 240 Kilometer hat das Trucker Babe gestern zurückgelegt. Manu belieferte Kunden im niederländischen Zwolle sowie Enschede. Bis zum nächsten Kunden, einem türkischen Großhändler in Paderborn, sind es jetzt zwar nur noch wenige Kilometer. Doch vor Manu liegen heute noch weitere 150 Kilometer bis nach Hannover. Dort liefert sie die nächste Ladung Lebensmittel ab. Um 8 Uhr muss Manu abladen. Doch die vermeintlich kurze Strecke scheint es in sich zu haben. Was ist denn da passiert? Was zunächst aussieht wie ein Stau, entpuppt sich als Vollsperrung. Ich fahre jetzt einfach ein Stück rückwärts. Da vorne ist irgendwie die Straße gesperrt wegen Unfall oder keine Ahnung. Und hier drehen auch alle PKWs. Ein Stück weiter zurück habe ich aber noch eine Spur mehr, um einmal über die Kreuzung hier quasi zu drehen. Jetzt fährt der PKW hinter mir. Ne? An dem Unfall sind insgesamt 4 Autos beteiligt. Ein PKW ist auf die Gegenfahrbahn geraten. Offensichtlich gibt es sogar Verletzte. Ja, PKW, danke. Meine Fresse, ey. Das verstehe ich auch nicht. Da stehst du mit warmem Blinklicht, alles dreht um und die PKWs, die setzen sich hinten dran, ne? Anstatt einfach wegzufahren, ey. Echt zu dumm, oder was? Es hilft nichts. Manu muss dem Autofahrer erklären, was sie vorhat. Kannst du einmal zurück, damit ich drehen kann? Und da sagt man immer Frauen am Steuer, ne? Da sitzt da erstmal ein Typ, Junge. Habt ihr den Führerschein gemacht, oder was? Erkältung, Straßensperrung, schwerfälliger Autofahrer. Ein guter Start in den Tag sieht anders aus. Hoffentlich ist das kein Omen für den weiteren Verlauf der Tour. Als nächstes braucht die 28-Jährige jedenfalls eine neue Route zum Kunden. Ja, fahren wir wieder zurück. Na, hier in der Straße, da biegen sie jetzt quasi alle ab. Ich fahre jetzt noch eine weiter und fahre dann halt einfach anders herum. Das geht. Jetzt bin ich aber nicht mehr vor 8 Uhr bei meinem Kunden. So viel zum Zeitplan. Hauptsache, die kleinen Straßen sind nicht zu eng für den 40-Tonner. Ja, also das ist jetzt auch, glaube ich, nicht der originale Weg hierher, so am Altenheim vorbei und so. Aber ja, was will man machen? Ich stehe jetzt auch noch mitten auf der Kreuzung. Ja, was soll ich sagen? Hast du einmal Chaos, hast du den ganzen Tag Chaos. Ich rechne jetzt einfach mal mit dem Schlimmsten. Und wenn es dann nachher doch nicht so ist, dann war das Glück auf jeden Fall auf meiner Seite.
Der Optimismus des Trucker Babes ist bewundernswert. Ging ja mal besser als erwartet, würde ich sagen. Ne? Moin. Einmal für dich. Ein bisschen weit vom Zaun weg, ne? Weiter rüber, oder was? Ja, weil ich immer hier mit den Leuten, die hier parken, wenn die hier langfahren. Also ach, das passt ja wohl. Kann ja wohl Auto fahren. Keine Zeit für weitere Rangiermanöver. Manu will endlich abladen und weiterfahren. Schließlich muss sie heute noch nach Hannover. Das Abladen gestaltet sich umständlich. Manu und der Mitarbeiter müssen die bunt gemischten Waren mit der Ameise an die Kante des Aufliegers manövrieren, damit sie vom Gabelstapler aufgenommen werden können. An der umständlichen Arbeitsweise liegt es allerdings nicht, dass das nächste Missgeschick bereits lauert. Anfassen. Gleich wird sich zeigen, ob Manu für die Käsekrise verantwortlich gemacht wird. Was für ein Tag. Trucker Babe Manu lädt in Paderborn Feta-Käse und andere Lebensmittel ab. Doch heute scheint nicht ihr Tag zu sein. Nichts an Anfassen. Als erstes muss der Feta-Fall geklärt werden. Wenn es sich um einen Transportfehler handelt, ist Manu dafür verantwortlich. So, Vorsicht! Bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass die Paletten falsch gepackt wurden. Der schwarze Feta-Peter geht also an Manu vorbei. Alle helfen tatkräftig beim Umpacken. Die 28-Jährige ist erkältet. Und mindestens 370 Kilometer liegen noch zwischen ihr und ihrem Bett. Ihr nächster Ladetermin ist im 150 Kilometer entfernten Hannover. Ja, das ist halt scheiße gepackt, ne? Du hast hier unten halt diese großen Aludosen mit dem Käse drin. Da drauf sind dann gepackt Uso-Flaschen. Was soll man sagen, dass irgendwann so eine Aludose nachgibt, vor allen Dingen, wenn du diese Palette bewegst, hätte man auch noch warten können. Durch den Zwischenfall hat das Abladen über eine Stunde gedauert. Ja, tada, die letzte Palette. Dieser Tag war bisher nicht gerade Manus Freund. Mit Erkältung aufgewacht, dann eine Vollsperrung, ein Umweg, umständliche Abladearbeiten und schließlich der Feta-Unfall auf der Ladefläche. Doch Manu wäre nicht Manu, wenn sie über vergossene Salzlake weinen würde. Die 28-Jährige nimmt's locker und macht sich auf den Weg zum nächsten Ziel. Hannover wartet. Ja, guck. Fängt katastrophal an, geht katastrophal weiter. Das muss ich hier erstmal raus, weil die Nächsten sitzen da schon und wollen auch abladen. Also nichts wie weg. Die Mitarbeiter helfen Manu beim Rückwärtsrangieren in der vollgeparkten Paderborner Seitenstraße. Tschüss Paderborn, hallo Hannover. Manu muss den Frachtunfall noch bei ihrer Dispo melden. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe eine nicht so gute Nachricht. Das ist schlecht. Die eine Palette, die ist umgekippt mit Feta-Käse drin, diese großen Alu-Dinger, ist in sich zusammengesackt, die Palette. Wir haben da jetzt Fotos von gemacht. Ich habe das auf die Papiere schreiben lassen, dass das ein Verpackungs- oder ein Packungsfehler ist und nicht ein Transportfehler. Das ist schon mal gut. Das hat er mir unterschrieben. Der hat die Ware jetzt auch alles angenommen, halt unter Vorbehalt mit dem Käse, was er halt nicht mehr verwenden kann, ne? Ja, okay. Ja gut, dann weiß ich, wenn da was kommt, was passiert ist. Okay, und habt ihr schon Rückladung? Ja, das ist schwierig, ganz schwierig. Da sind wir mit Windmühlentreibstoff, oder nicht? Ja, das könnten wir auch mal machen, aber ist nicht so gut bezahlt, ne? Naja, das liegt ganz dran. Ja, das ist wohl wahr.
Ja, wir schauen mal, was da so. Vielleicht holst du auch noch irgendwas vor für Montag essen. Oder so. Mal gucken. Okay. Na? Tschö mit Ö. Ciao mit V. Ciao, ciao. Manus Rückladung in die Heimat steht also immer noch in den Sternen. Passend zum heutigen Tag. Also im Großen und Ganzen war meine Woche eigentlich echt Rentner-like. So im Großen und Ganzen war es eigentlich ganz gechillt, muss ich sagen. Also bis auf heute natürlich, ne? Heute ist so, da kommt noch was. Klingt wie eine Vorahnung. Aber kurz vor dem nächsten Ziel nimmt Manu all ihren Restoptimismus zusammen und meldet sich schon mal bei der Abladestelle an. Hallo. Hallo. Ich wollte einmal Bescheid sagen, dass ich in guten 10 Minuten da bin. In 10 Minuten? Ich klar, Moment. Klar, Moment. Irgendwas scheint schon wieder schief zu laufen. Hören Sie? Ja? Hallo. Ja, es wäre super, wenn Sie in 30 Minuten auf dem Hof anfahren. Weil wir haben noch unser Lieferwagen hier noch stehen. Und noch ein paar Autos vom Kunden. Ja, das ist ein bisschen schlecht, weil ich schon mitten in Hannover bin. Sieht so aus, als würde das Pech weiterhin an Manus Reifen kleben. Trucker Babe Manu ist in Hannover. Und nähert sich unaufhaltsam ihrem nächsten Kunden. Hallo. Hallo. Ich wollte einmal Bescheid sagen, dass ich in guten 10 Minuten da bin. Es wäre super, wenn Sie in 30 Minuten auf dem Hof anfahren. Weil wir haben noch unser Lieferwagen hier noch stehen. Und noch ein paar Autos vom Kunden. Ja, das ist ein bisschen schlecht, weil ich schon mitten in Hannover bin. Ja. Weil es ist nicht möglich jetzt momentan. Oder Sie versuchen einfach. Sie können hier drauf fahren. Mal gucken, was wir da machen. Okay. Ja, alles klar. Danke, ciao. Jo, bitte, ciao. Ciao. Die 28-Jährige lässt es drauf ankommen. Was bleibt ihr anderes übrig? Also ich rechne jetzt einfach ganz fest damit, dass der Hof voll steht, die Einfahrt zugeparkt ist, auf jeden Fall, dass es scheiße ist. Könnte schlimmer sein. Zum Beispiel könnten die Straßen so eng sein, dass das Trucker-Babe gar nicht erst bis zum Kunden durchkommt. Ja, also. Kein Klepp. Jetzt wird wenigstens klar, was der Kollege am Telefon genau gemeint hat. Doch Manu ist nicht der Typ, der sich einfach so mit den Gegebenheiten abfindet. Die 28-Jährige verschafft sich einen Überblick. So, der fährt jetzt weg. Das heißt, ich kann da rein. Geht doch. Und läuft gut weiter. Das Trucker Babe kann direkt abladen. Diesmal frische Lebensmittel und Tiefkühlware. Das ist möglich, weil der Kühlauflieger in verschieden temperierte Abteile aufgeteilt werden kann. Die Kühlkette wird also bis zur letzten Abladestelle des Tages nicht unterbrochen. So, einmal. Geschafft. So. Die Entdeckerin muss noch diese letzte Herausforderung meistern, bevor es wieder auf die Autobahn geht. Doch Manu hat in ihren 10 Berufsjahren etliche Engstellen überwunden. Und jetzt nur noch ein Ziel vor Augen. Wochenende.
Guck mal, da hat die kleine Dicke noch ein Brötchen von gestern, wa? Proviant kann nicht schaden. Denn schon steckt die 28-Jährige im hannoverschen Berufsverkehr. Ich häng zwar nach meinem eigenen Zeitplan ein bisschen hinterher, aber ich habe keinen Stillstand. Von daher ist mir das gerade klar, es ist scheiße. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich hier so eine Katastrophe habe, weil ich fahre ja noch. Wenn ich jetzt hier so eine halbe Stunde stehen würde und nichts passiert, dann würde ich gleich ein bisschen nervös werden. Aber so, Ampelstau. Solange ich heute Abend zu Hause bin, eine Firma Feierabend mache, ist es mir egal, ob ich um 18 Uhr an der Firma bin oder um 19 Uhr. Hauptsache, ich bin heute Abend zu Hause. Gesund und munter. Und am besten innerhalb der gesetzlichen Fahrzeit. Rund 230 Kilometer muss Manu noch bezwingen. Dann ist sie wieder in heimatlichen Gefilden, nahe der niederländischen Grenze. Also ich bin jetzt gerade an der B54 runtergefahren hier bei uns. Ich habe jetzt noch 5 bis 10 Minuten bis zur Firma. Das heißt, Auto ausräumen und Weekend!